Ja, guten Morgen, liebe Kinder. Heute bin ich mal wieder unterwegs für euch. Ich zeige euch mal hier ein bisschen außen, wo ich denn hier stehe. Vielleicht könnt ihr schon erraten. Ich schwenke mal ein bisschen rüber. Ja, genau, bei der Feuerwehr. Eigentlich müsste ja jemand da sein. Also jetzt klopfe ich einfach mal an die Türe. Ah, da kommt auch schon jemand. Hallo. Hallo Sven, guten Morgen. Ist aber schön, dass du da bist. Ja, ganz zufällig bin ich da. Dürfen wir mal ein bisschen reinkommen? Rein spazieren. Du weißt ja, wir dürfen euch ja gar nicht mehr besuchen dieses Jahr, ne? Ja, ist ziemlich schwierig, genau, mit Abstand etc. Alles schwierig. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, du Sven, dürfen wir wenigstens mal ein bisschen reinschnuppern und uns die Feuerwehr ein bisschen anschauen, wenn schon die Kinder nicht kommen dürfen? Du, klar. Gucken wir uns einfach ein bisschen um heute. Fahrzeuge sind soweit alle da. Dann zeige ich euch einfach mal, was wir da so in der Hütte stehen haben. Ja, du hast gesagt, wir dürfen uns das ein bisschen anschauen. Genau. Wo steht man jetzt eigentlich hier? Also wir stehen jetzt in der Fahrzeughalle. Wir haben ja hier verschiedene Fahrzeuge. Grundsätzlich hat Graben-Neudorf zwei Standorte. Einer hier in Graben, einer in Neudorf. Ich zeige euch jetzt heute den in Graben. Das sind verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Einsatzszenarien, je nachdem, was alarmiert wird von der Leitstelle, müssen wir ja wissen, mit was man rausfahren soll. Wir stehen jetzt im Moment hier vor dem RW, das heißt, das ist unser Rüstwagen. Da gibt es so unterschiedliche Gerätschaften, die wir da einfach mit uns führen. Vorne haben wir mal die Kabine, da passen grundsätzlich vier Leute rein. Und hier sind jetzt auch so die unterschiedlichen Gerätschaften, was man für, je nachdem, welcher Einsatz uns antrifft, bereitstellen. Also ich sehe jetzt nur 1000 Millionen Kisten. Kinder. Ja, genau, das sind relativ viele Kisten. Ich zeige es euch mal, ich fahre mal so ein bisschen entlang. Die sind Gott sei Dank auch beschriftet, weil wir können uns natürlich auch nicht merken, wo dann alles wirklich ganz genau verlastet ist bei den vielen Fahrzeugen. Das, was man jetzt hier vorne dran sieht, ist im Prinzip die Rettungsschere und der Spreizer. Kennt man vielleicht von Einsätzen, wo es um Fahrzeuge geht. Das heißt, hiermit können wir schneiden und hiermit können wir im Prinzip zusammendrücken oder auseinander drücken. Also es ist so ein Gerät, das wir im Kindergarten ja in dem einen Bilderbuch haben, okay, wenn ein Autounfall ist. Genau, für einen Autounfall zum Beispiel. Dann kann ich hiermit die Holme, also die Säulen vom, wo er zwischen Fahrzeugunterbereich und dem Dach sind, kann ich damit abschneiden und dementsprechend dann zum Beispiel das Dach abnehmen, um in den Innenraum zu kommen. Du, Sven, was wiegt denn so ein Gerät ungefähr, weißt du das? Das wird so etwa 10 Kilo wiegen, würde ich jetzt mal sagen. Also bei den Kindern habe ich es dann beim Schwimmbad so gemacht, ja. Das sind ungefähr 10 Tüten Milch auf einmal nehmen. Genau, das wiegt es. Genau, ja. So, das ist schon eine ganz, ganz schöne Menge. Ja. Ja, und was hat sie noch so alles eher in einem Fahrzeug? Vor allem, was ist denn das da unten? Das ist eine spezielle Pumpe zum Pumpen von Flüssigkeiten. Es gibt ja verschiedene Arten von Dingen, die man bewegen muss, pumpen muss. Da ist einmal das hier dafür da, wenn es jetzt eine Flüssigkeit ist. Wenn ich jetzt aber irgendeinen Gegenstand heben muss, habe ich dann zum Beispiel auch die Möglichkeit mit dieser Kette hier und dem Spreizer, den ich dann ein bisschen umbauen kann, Sachen zu ziehen. Wir haben Seilwinden, wir haben so Kraftzüge auf dem Fahrzeug, wo man Dinge bewegen können, das ist dann auf der anderen Seite. Was wir im oberen Bereich hier noch haben, sind so Hydraulikstempel, um Dinge auseinander zu drücken. Die gibt es dann in unterschiedlichen Längen. Und ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich voll mit Werkzeug, also ein riesengroßer Werkzeugkasten. Du, jetzt laufe ich hier einfach entlang und sehe einen Feuerlöscher. Und mit den kleinen Dingern löscht ihr das ganz große Feuer dann? Nee, nicht wirklich. Mit dem können wir im Prinzip, wie ihr daheim auch, kleinere Dinge einfach in den Griff kriegen. Das ist so für den Erstbereich, wenn wir bei einem Fahrzeug sind zum Beispiel,
machen wir einen dreifachen Brandschutz und dann tun wir diese Feuerlöscher meistens auch mit einsetzen. Also einfach vortragen, dass wenn irgendwas wäre, dass man schnell eingreifen kann, wenn jetzt im Motorraum irgendwas anfangen würde zu brennen. Also bei Kleinigkeiten dann? Genau. So wie wir im Kindergarten, wir haben ja glaube ich auch so einen kleinen roten, der bei uns hängt. Ja, stimmt. Da gibt es ja verschiedene. Und was mit diesem Fahrzeug im Normalen noch ausrückt, ist ein Fahrzeug, wo Wasser dabei hat, weil das haben wir jetzt auf diesem Fahrzeug nicht, wo dann im Prinzip mit Wasser noch den Brandschutz herstellt. Ja, wenn ich jetzt mal so weiterlaufen darf. Ja. Huch. Graue Feuerlöscher? Nee, das sind keine Feuerlöscher. Guck mal gerade auf die andere Seite. Ich ziehe das mal ein bisschen raus. Hier sind Hebekissen. Okay. Das heißt, das sind, sagen wir mal, flache Kopfkissen, die man mit Luft füllen kann. Zum Schlafen eher ungeeignet. Aber damit kann ich zum Beispiel irgendwelche Gegenstände hochheben. Ein Auto zum Beispiel hochheben auf einer Seite. Also das hätte ich jetzt letzt gebrauchen können. Ich habe mich einen Blattfuß im Auto gehabt. Dann hätte ich sowas drunter legen können. Ja. Und dann hätte ich meinen Reifen rausgekriegt. Also zum Beispiel, ja. Oder aber schwere natürlich. Maschinen könnte man damit auch anheben. Und dass man die Luft nicht mit unseren Lungen reinpusten müssen, was auch nicht gehen würde, gibt es diese Flaschen da drüben, diese grauen, wo dann die Luft drin ist, die man dann da drüber im Prinzip rauslassen können in die Kissen rein. Ja, du, eine Frage, da sehe ich jetzt auch einen Stecker. Genau, richtig. Und wenn es jetzt brennt, und ein Haus brennt oder ein Auto mittel auf der Straße, da ist ja keine Steckdose. Nee, da wo kriegt er dann den Strom her? Da ist keine Steckdose. Deshalb liegt im Prinzip jetzt der Stecker hier drauf. Grundsätzlich funktioniert dieses Werkzeug mit Hydraulik oder hydraulisch. Damit die Pumpe aber versorgt wird, braucht sie Strom. Jetzt haben wir hier hinten drin eine Steckdose. Kann man die erkennen? Ja. Genau, da können wir das jetzt reinstecken, wenn das Teil am Fahrzeug dran bleibt, also der Weg zum Objekt nicht wirklich weit ist, können wir das da reinstecken. Da aber bei uns der Strom zwar grundsätzlich aus der Steckdose kommt, aber irgendwo erzeugt werden muss, haben wir hier hinten unsere Schaltzellenzentrale, wo wir im Prinzip über den Fahrzeugmotor den Strom erzeugen können. Das heißt, wir schalten das dann an, sehen hier die Bereiche, wo uns im Prinzip anzeigt, was wir zur Verfügung haben. Haben wir unsere Abgabepunkte bzw. das hier vorne. Und darüber können wir dann die Fahrzeugsteckdosen mit Strom versorgen. Oder zum Beispiel vorne auf dem Fahrzeug ist noch ein Lichtmast. Den müssten wir hier seitlich so ganz leicht sehen. Da oben, der kann im Prinzip dann ein paar Meter ausfahren und den Bereich ausleuchten. Das geht halt relativ schnell. Und der wird dann zum Beispiel auch hier drüber gesteuert. Das heißt, ihr habt praktisch euer eigenes Stromkraftwerk genau. bei euch und dann habt ihr überall Strom, da wo genau. ihr braucht. Wir müssen immer autark sein, weil je nachdem, wir wissen ja nicht, wo es hingeht und wir verlassen uns auch nicht auf irgendwelche andere Stromnetze. Also wir arbeiten immer mit dem, was wir dabei haben. Und wenn der Strom jetzt zum Beispiel nicht reicht zum Fahrzeug? Dann müsste ein weiteres Fahrzeug herkommen oder ein weiteres Aggregat. Beziehungsweise die Fahrzeuge haben dann auch noch Aggregate dabei. Aber für das, was man im Normalfall an der Einsatzstelle braucht mit diesem Fahrzeug, reicht es grundsätzlich aus. Jetzt sehe ich das Fahrzeug, aber ich habe mir immer vorgestellt, die Feuerwehr löscht. Ja. Wäre das jetzt so ein typisches Fahrzeug? Das wäre absolut kein typisches Fahrzeug, um Brand zu löschen. Okay, also das ist jetzt wirklich so, wie du vorhin erklärt hast, eins für die Autounfälle. Ja, genau, richtig. Aha. Deshalb sieht man hier auch eigentlich fast keine Schläuche und eigentlich keine große Einrichtung, um irgendwas zu löschen. Bis auf die Feuerlöscher. Und mit was für einem Fahrzeug löscht ihr dann? Da gehen wir zum nächsten. Ja, und jetzt laufen wir hier, schon wieder eine andere Halle. Genau, ja. Und jetzt sehe ich hier schon bei dem Feuerwehrauto was ganz Großes da. Also ganz, ganz großer Schlauch hinten dran. Und die Schläuche, die wir ja gerade eben gesehen haben, die wir sauber machen. Ja.
wenn wir jetzt einen Brandeinsatz haben, dann ist das hier ein Fahrzeug, wo relativ wichtig ist, weil es hat eine große Pumpe hinten drin, angetrieben vom Motor des Fahrzeugs, das uns dann mit in diesem Fahrzeug mit etwa 1600 Litern Wasser zur Verfügung steht, wo man auch grundsätzlich also kleinere Brände rein schon vom mit dem Tankinhalt löschen könnte. 1600 Liter in einer Stunde oder? Nee, was das Fahrzeug grundsätzlich mit sich führt. Also es hat einen eingebauten Tank. Mit 1600 Liter Wasser. Genau, richtig. Und wenn hier rüber schwenkst um 90 Grad, da steht noch ein Fahrzeug. Ja. Das hat so knapp 2500 Liter dabei. Okay. Und das reicht so für den Anfang, denke ich? Genau, richtig. Da gibt es unterschiedliche Szenarien und im Normalfall ist es so, dass das erste Fahrzeug das ganze Geschehen erstmal aufbaut und zum Einsatz oder zum zur Brandbekämpfung übergeht. Und mit dem, was man da dabei hat, kann man die ersten paar Minuten also gut überbrücken, bis das zweite Fahrzeug kommt, welches dann letzten Endes die Wasserversorgung aufbaut. Also wir können ja dann auf ein offenes Gewässer oder auf einen Hydranten irgendwie gehen und dann dementsprechend uns da mit mehr Wasser versorgen. Diese Hydranten sind diese komischen Teile, die da immer irgendwo auf der Straße oder im Gehwegbereich stehen? Genau, unter anderem, ja. Und da kann man Wasser holen? Genau, die sind ans Wassernetz von der Gemeinde angeschlossen und da können wir uns dann mit Wasser, mit genug Wasser eigentlich versorgen. Und die sind praktisch nur für die Feuerwehr eigentlich gemacht, die Hydranten hauptsächlich? Die sind hauptsächlich für die Feuerwehr gemacht, ja. Gut. Ja, aber jetzt, was ist denn jetzt in so einem Tankwagen drin? Oder wie nennt sich der eigentlich? Das ist ein Löschgruppenfahrzeug hier, von dem wir hier stehen. Das heißt, die Abkürzung ist dann LF? Genau, richtig. Im rechten Bereich haben wir Schläuche, die sehen jetzt noch ein bisschen anders aus, wie die, wo ihr gerade eben gesehen habt. Und zwar sind die nicht, um Wasser loszuwerden, sondern um Wasser herzuholen. Also aus einem offenen Gewässer, aus einem Bach zum Beispiel, können wir die dann hinten an die Pumpe hinmachen und uns das Wasser vom Bach holen. Es wird dann über die Pumpe angesaugt, dann letzten Endes an die kleineren Schläuche, wo man dann auf der anderen Seite sehen, weitergegeben. Also ich hebe mal meine Hand hin, dass ihr mal seht, wie groß das ist, so ein Schlauch raus ist. Das ist genauso groß wie meine Hand. Also das sind schon richtig große, dicke Schläuche. Ja, genau. Oh, und jetzt sehe ich sogar schon wieder gelbe Feuerlöscher. Oder macht man mit denen dann das Feuer aus und pustet es aus? Die braucht man, wenn man das Feuer in dem Rauch ausmachen will. Damit wir können ja dann nicht mehr atmen, wenn wir im Gebäude drin sind. Und dann brauchen wir die Atemschutzgeräte, die wir uns dann auf den Rücken setzen. Da ist dann Luft drin für, ich sage jetzt mal so grob 20 Minuten. Und dann können wir autark von der Außenluft können wir dann atmen. Ach so, das sind jetzt praktisch Atemschutzgeräte. Genau. Ah, guck mal Jungs, da hängt sogar noch ein Funkgerät dran. Mhm. Das brauchen wir nämlich auch immer. Und warum ist das so eingepackt in der Tüte? Das ist bezüglich Hygiene. Die werden nach jedem Einsatz werden die speziell gereinigt und dann wieder verschweißt. Ach so, weil man ja nicht weiß, weil ich jetzt ja gelernt habe, weil man nicht weiß, wer es genau aufzieht, dann hat praktisch nicht jeder sein eigenes. Nein. Sondern man weiß nicht, wer es bekommt, deswegen sind sie genau, immer das deshalb sind sie dann immer wieder letzten Endes steril verpackt. Genau, dass da einfach jeder quasi ein neues, frisches hat. Und da hinten sind dann noch, wenn man mehr Luft braucht, dann noch die Ersatzflaschen. Genau, das sind noch die Ersatzflaschen. Und wenn jetzt noch mehr folgt, dann gucken wir noch hier rein. Die Mannschaftskabine. Wow, dann das ist ja ein halber Bus her. Entgegen der Fahrtrichtung sind dann auch nochmal zwei Atemschutzgeräte hinter den Sitzen. Ja. Und das sind so auch die erst genutzten, weil die kann schwer in der Fahrt anziehen, kann sich der Atemschutztrupp ausrichten. Und ist dann, wenn das Fahrzeug steht, im Prinzip dann auch gleich einsatzbereit. Ja, und was haben wir hier noch so alles? Oh, Entschuldigung, ihr könnt ja nicht lesen, Kinder, aber ich lese es euch vor. Ein Hitzeschutzanzug. Genau, richtig. Das ist, wenn es ein bisschen wärmer wird wie für den normalen Einsatz, kann man sich damit nochmal extra schützen. Ist was, wo jetzt
weniger zum Einsatz kommt oder seltener zum Einsatz kommt. Aber man muss halt vieles dabei haben, auch wo man zum Teil mitunter fast gar nicht braucht oder auch gar nicht braucht. Weil man weiß es ja nicht. Ja, ja Sven, jetzt steht da nochmal ein Fahrzeug. Ich sehe jetzt hier, das zeige ich nochmal, da sind Schläuchen so drauf, aber genau. Also mit dem könnte ich jetzt gar nichts anfangen. Doch, mit dem kann ich Güter von A nach B bringen. Also je nachdem, was wir haben, zum Beispiel, wenn mal wieder Unwetter war und viele Keller vollgelaufen sind, dann brauchen wir, wie es da hinten steht, diese Sauger hier zum Beispiel. Da haben wir hier jetzt zwei, hier nochmal einer. Stopp, Sauger. Ja. Was heißt hier Sauger? Staubsauger? Das sind quasi ein bisschen anders wie Staubsauger. Ja. Wir sind nämlich nicht unterwegs, um Staub zu saugen, sondern um ja, meistens dann Wasser aus irgendwelchen Kellern zu saugen. Und deshalb haben wir hier diese großen Sauger. Da kann man auch wieder so einen normalen Feuerwehrschlauch, also einen B- oder C-Schlauch anschließen und das Wasser dann übers Treppenhaus gleich rauspumpen. Also so ein Sauger, wo gleichzeitig eigentlich auch noch rauspumpt. Und damit man den mit diesem Wagen hier, ihr seht, der hat Rollen, den kann man schön verfahren, damit wir mit dem nicht direkt durch Grafenneudorf fahren müssen. Wenn wir diese Plattform hier hinten runterlassen, können den Wagen beladen und können im Prinzip, je nachdem was ist, das mitnehmen und an die Einsatzstelle hinbringen. Das heißt, letztens, wo es so arg geregnet hat, wo ihr am Einsatz wart, da waren ja ein paar Keller mit unter Wasser gestanden. Genau, ja. Dann sind es keine Pumpen mehr, sondern dann sind es die Sauger, die ihr einsetzt. Genau, im Normalfall machen wir das mit den Saugern, weil man da relativ viel mit rauskriegt. Jetzt weiß ich das auch mal. Ich habe mir schon überlegt, wie er den Keller immer leer bekommt, was für Pumpen das man da nimmt. Jetzt habe ich die auch mal gesehen. Genau, und das kommt dann in den GW rein und dann fahren wir dann zur Einsatzstelle. Das heißt, ihr seid gut ausgerüstet für fast alles, was passieren könnte. Ja, das würde ich so sagen, genau. Aha, und wo kommen wir jetzt hier rein? Jetzt kommen wir in die Umkleidekabine. Oh. Das ist die Umkleidekabine der Männer, die von der Frauen sind drüben. Und hier sind jetzt unsere, ja, letzten Endes unsere persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, wir haben die Einsatzjacke. Wir gehen gerade mal an meinen Spind, die Einsatzjacke, die uns vor Hitze bis zum gewissen Grad schützt. Die Einsatzhose mit Hosenträgern und unten sind noch die Schuhe dazu. Ein Haufen Zeug drin hier, damit wir uns einfach da umziehen können. Helm noch auf den Kopf und dann kann es letzten Endes schon losgehen. Und was ich jetzt zum Beispiel habe, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe ja eine Brille, das heißt, ich kann eine normale Maske gar nicht aufziehen. Ich habe jetzt eine spezielle mit meiner Sehstärke drin, damit ich auch im Einsatz was sehe. Okay. Und deshalb ist die bei mir. Die tue ich auch nach jedem Einsatz, hole ich mir eine neue, mache das Brillengestell wieder rein. Sodass ich letzten Endes dann auch wieder für den nächsten Einsatzbereich bin. Deshalb ist hier auch keine Folie mehr drumherum. Aber das, wenn ich jetzt mal dahin, die sind schon ganz schön dick. Ja, die sind dick, das sind spezielle Hosen oder spezielle Materialien. Die haben hier auch so leichte Noppen, das wird man jetzt nicht so richtig erkennen. Und zwar soll das eine Luftschicht dazwischen, zwischen der einen und der anderen, zwischen dem Innen- und dem Außengewebe herstellen, damit da einfach die Wärme auch nicht ganz direkt durchkommt. Das heißt, im Winter schön, im Sommer, wenn es brennt. Im Sommer schön warm, genau. Schön warm. Genau. Und der Helm, ist das so ein ganz besonderer Helm dann? Das ist einfach ein Feuerwehrhelm nach den aktuellen Normen. Der hat hier ein Visier mit drin. Wenn du jetzt mit einer Rettungsschere oder so arbeitest, brauchst du das Visier, um es runterzumachen, dass wenn irgendwelche Splitter rumfliegen, dass die dich nicht treffen. Und ansonsten haben wir hier unseren Nackenschutz noch, den wir auseinander machen können und uns hier komplett letzten Endes schützen, dass uns nichts in den Kragen hinten reinfällt oder im Nacken hinten reinfällt. Außerdem, damit uns nichts auf den Kopf fällt oder nichts passieren kann, ist halt einfach relativ stabil. Und ja, ich zeig dir mal, also ich gehe mal so ganz schnell darum. Also ganz schön viele Sachen, was da drin hängt. Das heißt, ihr seid
schon, oder wir in Gramnau, wir sind schon eine relativ große Feuerwehr. Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind, denke ich, ganz gut ausgerüstet. Rein vom Material, was wir zur Verfügung haben, auch von der Mannschaft her. Tagsüber kann es immer ein bisschen eng werden, weil wir, die Leute arbeiten zum Teil nicht hier im Dorf. Das heißt, sie sind irgendwo unterwegs. Und wenn dann Alarm ist, dann wird es mitunter, kann es schon eng werden. Also das heißt, wenn irgendjemand mal später zur Freiwilligen Feuerwehr will, ihr seid herzlich willkommen. Ja, jetzt hast du eben gerade gesagt, Freiwillige Feuerwehr. Ich habe gedacht, ist das nicht dein Beruf? Verdient man da nicht sein Geld damit? Das ist nicht mein Beruf. Das mache ich rein in meiner Freizeit, weil ich da ein Stück weit Lust drauf habe, weil mir die technischen Sachen gefallen. Ich arbeite hauptberuflich oder arbeite beruflich was ganz was anderes. Und wenn es meine Zeit zulässt, also wenn ich hier bin und es ist ein Einsatz, dann komme ich her und rück hier mit aus. Oder natürlich, wir müssen auch üben, damit wir im Einsatzfall wissen, was wir zu tun haben. Ist einmal in der Woche. Ja, je nach Saison. Zweimal im Monat etwa Übungen, je nachdem, was man auch macht, damit man einfach das vertiefen kann und dann später im Einsatz weiß, was man zu tun hat. Das heißt, ihr macht das alles freiwillig. Ihr begebt euch freiwillig so in ein brennendes Haus rein. Genau, ja. Ja, du kannst ja jetzt auch ruhig lachen. Ich finde es, ich habe da echt Respekt davon und das ist ja echt toll, dass wir Menschen haben, die eigentlich uns dann helfen und es gar noch freiwillig und ohne Geld. Also da kann ich jetzt schon mal jetzt sagen, also vielen Dank dafür, finde ich echt klasse. Okay. Ja, die ganze Zeit, wo wir jetzt hier so ein bisschen durchgelaufen sind, habe ich gedacht, wir sind alleine in der Feuerwehr heute hier. Aha. Aber ich höre lauter Menschen hier reden. Du hörst Stimmen. Stimmen, genau. Ich habe schon gedacht, ich bin ein bisschen verrückt, aber gerade eben habe ich schon wieder Stimmen gehört. Ja. Was ist denn das? Jetzt hört man gerade nichts. Das ist im Prinzip der Funk, wo man so über den Landkreis hört. Das ist dieses Funkgerät hier. Damit wird zum Teil dann mit der Leitstelle kommuniziert oder unterhalb den Fahrzeugen, wenn sie im Ortsbereich unterwegs sind. Das heißt, es ist ein Einsatz. Zwei Fahrzeuge sind draußen. Hier sind noch ein paar Leute, die nicht wissen, sollen sie ausrücken oder nicht. Dann können wir hier funken und im Prinzip uns das okay abholen, ob wir nachrücken sollen oder ob wir die Bereitschaft hier auflösen können. Das heißt, kannst du uns das vielleicht ganz kurz erklären? Ich rufe jetzt an, 112, genau, hallo, ja. Hier spreche ich. Ich habe ein Problem, bei mir brennt das Haus. Ja. Das passiert jetzt gerade in der Sophienstraße. Wie geht es dann weiter? Woher erfährst du als Feuerwehrmann in Grabenneudorf dann das? Ich werde angepiepst über meinen Meldeempfänger. Das heißt für mich, ich gehe ins Feuerwehrhaus, also setze mir in mein Auto, fahre ins Feuerwehrhaus, komme hinten zur Tür rein, gehe in die Umkleidekabine, da wo wir jetzt gerade eben waren. Ja. Ziehe mich da um, komme hierher, dann ist hier, kriege ich angezeigt, beziehungsweise im Einsatzfax steht, welche Fahrzeuge ausrücken sollen und wo das Ganze sich befindet. Dann verteilen wir uns, sprechen wir uns ab, verteilen uns auf die Fahrzeuge und dann rücken wir aus. Das heißt, einer macht das Tor auf, also uns kann die ganze Mannschaft nicht ausrücken. Und der Maschinist, der ist im Prinzip verantwortlich für sein Fahrzeug, dass das sich alles bewegt. Der zieht dann hier diese Stecker ab. Ah, das habe ich mich vorhin schon gefragt, was das ist. Die LKWs funktionieren ja alle mit Druckluftbremsen. Und damit die den Druck nicht erst aufbauen müssen, sind die im Prinzip hier immer angeschlossen. Und damit die Batterie auch nicht leer ist, ist das hier auch immer angeschlossen. Sondern wird es in der Übung wird es hier alles noch schön zugemacht. Im Einsatz hat man dafür keine Zeit. Das heißt, das wird dann so gelassen. Das wird letzten Endes aufgeräumt. Ja, dann geht der Maschinist in seine Kabine, das Tor ist auf. Und dann kann er hier. Ich zeig's euch mal von innen drin. LKW starten und zum Einsatz rausfahren. Da ist auch nochmal Funk drin. Ah, da oben, ja. Ganz schön viele Sachen da drin. Mhm. Dass man sich da noch auskennt bei den vielen Knöpfen. Ja.
Deshalb muss man immer üben. Auch sehen, dass dieser Schlauch, wo da vorhin ein bisschen im Weg war, ja, hängt am Auspuff dran. Das heißt, wenn der Motor startet, gibt es ja Abgase. Damit die hier die ganze Halle voll rauchen, wird es abgesaugt. Und sobald man hier über einen gewissen Punkt rüberfährt, fällt er ab und das Fahrzeug kann im Prinzip komplett rausfahren. Oh, gut. Also das wird uns jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben angerufen, dass wenn wer umgezogen, werde ich sich jetzt reinsetzen und werde jetzt einen Einsatz fahren. Den Strom haben wir weggemacht hier und die Druckluft auch. Jetzt voll der Auto an. Müsste gleich der Schlauch weggehen. Und das Auto steht draußen. Ja, jetzt stehen wir hier. Was sind das, Sven? Puppen? Oder? Das sind so Rettungspuppen, ja. Genau, in unterschiedlichen Größen, also von Kindergröße bis zu Erwachsenen. Das heißt, wenn wir irgendwas üben, irgendeine Person irgendwo rausziehen wollen, damit wir da nicht eine wirkliche Person brauchen, weil da gehen die irgendwann die Freiwilligen aus, gibt es hier einfach die Möglichkeit, haben so etwa das Gewicht von den jeweiligen Größen, also das ist schon relativ schwer, die könnte man jetzt alleine schon fast nicht mehr tragen. Einfach das als Übungsobjekt zu nehmen, irgendwo zu verstecken. Und dann im Gebäude zum Beispiel reinzugehen und die Person dann zu retten. Jetzt habe ich hier gesehen, hier in der Ecke, da hängt noch was. Genau, das sind so Haltegurte. Da ist eine Feuerwehrbeil drin und unsere Haltegurte. Das heißt, wenn wir irgendwo auf Höhen hochgehen, leider oder irgendwo an Balkon etc., einfach auch zur Eigensicherung, zum Teil zum Abseilen, wenn es gar nicht anders geht, brauchen wir diese Gurte, um uns einfach dann ein Stück weit selbst zu schützen. Ja, das war jetzt ganz schön interessant und vielen Dank, dass wir jetzt am Sonntagmorgen bei dir sein durften hier im Feuerwehrhaus. Kein Problem. Und da freuen wir uns. Nochmal recht herzlichen Dank, sagst du Gruß daheim. Richtig aus. Also, Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.